Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Orakel, wenn es um eure Tagesbotschaften geht. Ja, die zwei Tagesbotschaften stehen an. Heute natürlich wie immer mit den Lennemore-Karten. Da werden wir gleich drei Karten für unsere Hauptüberschrift ziehen. Und natürlich eine Krafttierkarte. Denkt auch dran, das Krafttier gerne als Begleiter für die ganze Woche zu nehmen, bis zum nächsten Orakel. Dann könnt ihr euch das Schlagwort, ja, ich sag mal, vielleicht im Zusammenhang mit dem Tier auch merken. Und es kann euch dann in gewissen Situationen wertvolle Impulse dann wiedergeben. Oder ihr habt dann wieder so eine Eselsbrücke zu dem Orakel und könnt damit besser dann auch, ja, ich sag mal, Ich will jetzt gar nicht sagen, immer eure Entscheidungen treffen, aber es ist ja unterstützend, manchmal, wenn man eine Frage gestellt hat und dann hat man die Assoziation, okay, es ist, keine Ahnung, das Schwein oder die Robbe oder etc. pp. Und dann weiß man, okay, das Wort da drunter, ne, bei Schwein Glück und bei Robbe, ich glaube, es war Loslassen, was wir letztens hatten, dann weiß man immer so diese Kombination, okay, daran denken, das vielleicht noch auf die To-Do-Liste setzen, wie auch immer, ne? Nur mal so als kleiner Anhaltspunkt. Ja, und wenn ihr heute das Orakel am Veröffentlichkeitstag schaut, dann haben wir heute auch, wenn ich richtig liege, ihr wisst, ich bin astrologisch nicht immer da so ganz, ich will gar nicht sagen dick bewandert, aber ich beschäftige mich natürlich nicht im Detail damit, aber eigentlich müsste heute Neumond im Widder sein. Und ihr wisst immer, wenn Neumond ist, können wir ja auch Neustarts wagen und auch Neustarts angehen. Die werden nochmal durch diese besondere Energie nochmal mehr gepusht und nochmal mehr gefördert. Und ich finde, manchmal braucht man auch einfach so einen Tag, so einen Anreiz. Okay, so, heute ist Neumond im Widder, heute ist der Neumond, also fange ich etwas Neues auch an. Oder das, was ich im Kopf habe, was ich jetzt die ganze Zeit schon hin und her schiebe, das ist heute genau der Tag dafür, das neu zu beginnen. Ne? Deswegen sage ich es euch immer sehr, sehr gerne. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal. Ihr denkt bitte dran, wenn ihr so lieb seid, natürlich an den Daumen hoch, kostenloses Abo tut nicht weh und natürlich eine persönliche Buchung ist immer sehr, sehr wertvoll. Da legen wir dann ganz viele verschiedene Karten dann. Okay, aber natürlich auch die 36 Lennemore-Karten, das ist auch immer ganz wichtig. Aber jetzt schauen wir uns die zwei Tagesbotschaften für heute und für morgen an. So, hier ist was rausgefallen. Gucken wir uns mal kurz an, die Mäuse. Der eine oder anderen wird es vielleicht was sagen. Wir ziehen natürlich jetzt gleich andere Karten. Die Mäuse stehen ja immer so, ja, ein bisschen so für Verluste auch, für Angepiekstheit, ne? Auch wenn es das Wort nicht gibt. Aber dieses Angepiekste, Angenervte, traurig sein etc. Aber das haben wir jetzt gerade erstmal nicht gezogen. Wir ziehen uns diese drei Karten und schauen, was dahinter steckt. Da haben wir einmal die Wolken, da haben wir das Kleeblatt und die Entscheidungen. Ja, und hier die Wolken, das ist immer so, wir brauchen Klarheit, haben wir vielleicht noch nicht. Ne? Die Wolken, die verdrängen noch ein bisschen das Klarsehen auch manchmal, ne? Das nicht fokussiert sein. Manchmal haben wir auch unsere Ängste noch dahinter auch verborgen. Es ist alles noch so ein bisschen wischiwaschi. Aber hier kommt schon das Aufbauglück, das Wachstumsglück mit den Entscheidungen. Und das finde ich mega. Ne? Wer jetzt so denkt, boah, ich tapp noch im Dunkeln oder gerade, das, weil die Mäuse ja rausgefallen sind, irgendwie so denkt so, boah, nee, im Moment läuft alles nicht so gut und ne, es ist irgendwie, ich bin traurig, ne, ich bin angepiekst, ich bin genervt und ja, hier ist irgendwas nicht gelungen, da habe ich einen Verlust erlitten, wie auch immer. Ne? Jetzt kommt hier Klarheit rein. Das Licht am Ende des Tunnels wird wieder erblickt. Mit dem Alltagsglück, mit dem schnellen Glück, das Kleeblatt auch. Und vor allen Dingen in Kombination mit den Entscheidungen. Das heißt auch nochmal ganz klar, wenn jetzt neue Wege, neue Möglichkeiten euch zeigen wollen, dann schaut auch richtig hin, weil die sind hier mit eurem Glück auch verbunden. Ne? Schaut da ein bisschen noch tiefer rein, das ist auch ganz wichtig. Manchmal kriegt man ja so einen Impuls und dann ist noch, wie gesagt, alles noch so unausgesprochen, unauserkoren und noch gar nicht so, ja, so präsent und auch gar nicht spruchreif. Und dann ist es wichtig, ne, mal diese Wolken oder diese Klarheit, also die Wolken zur Seite zu schieben, diese Klarheit zu bekommen und dann denkt ein bisschen intensiver nach. Auf jeden Fall, das Glück wartet mit den Entscheidungen für neue Möglichkeiten. Und ich sage euch immer, wenn Entscheidungen, neue Möglichkeiten anstehen, dann könnt ihr entscheiden und mindestens zwei, ja, Entscheidungen oder neue Wege, Optionen, Möglichkeiten stehen dann auch dann zur Verfügung, wenn ihr entscheiden müsst. So, jetzt haben wir die Eidechse, wollte sich mal kurz zeigen. Meine Güte, heute will sich aber hier alles zeigen. Die Eidechse, Regeneration, also die heißt auch mal ein bisschen, ne, 5 Grade sein lassen. Auch nicht unwichtig.
Also sprich, vielleicht bei dem einen oder anderen, wenn das Wochenende stressig war, gerade mit den Mäusen, wenn irgendwie nicht alles so gut gelaufen ist, dann heißt es auch mal, sich mal zwischendurch mal wieder Auszeiten auch zu gönnen. Das heißt ja Regeneration, das ist ja ganz wichtig. So, wir nehmen uns aber jetzt heute dieses Krafttier und dann nehmen wir natürlich noch eine Energiekarte ergänzend dazu. Ist auch immer sehr wertvoll und auch immer sehr, sehr wichtig. Und wir schauen rein. So, dann nehme ich uns heute genau diese hier. So, und dann schauen wir, was für ein Krafttier wir als Begleiter für die Woche bekommen. Und da haben wir den Hai, die Intelligenz. Und es ist auch ganz wertvoll, ne? Intelligenz an den Tag legen, achtsam sein, Klarheit bekommen hier auch durch die Wolken, ne? Was ich vorhin auch schon sagte. Das sind alles so Punkte, die natürlich auch sehr, sehr wichtig sind, wenn man Entscheidungen zu treffen hat, wenn man neue Möglichkeiten bekommt, neue Herausforderungen, neue Wege gehen möchte. Da ist Cleverness, Intelligenz, Nachdenken, nicht blauäugig sein, auch zu hinterfragen, vielleicht was noch auf der dunklen Seite, was ist noch da, wo ich noch keine Klarheit bekommen habe, warum habe ich noch keine Klarheit? Was kann ich dafür tun, um Klarheit zu bekommen? Was kann ich in die Wege leiten? Wen kann ich vielleicht fragen auch? Ne? Wer ist so auch ja, mir gut gesonnen und kann mich unterstützen auch bei Entscheidungen, ne? So wie als Sparringpartner dann. Und deswegen finde ich immer wichtig, wenn Intelligenz da auch kommt, heißt es immer für mich auch, ne, den Kopf einschalten. Nicht immer nur das Gefühl, den Bauch, ne, sprechen lassen, sondern hier auch ganz bewusst genießen, dass das Alltagsglück hier, das Aufbauglück kommen mag, das schnelle Glück auch, mit der Klarheit dann auch. Und manchmal, ne, ist es halt, weil die dunkle Seite auch noch da ist, manchmal ist es so, dass wir diese Klarheit noch nicht direkt haben. Aber dann dürfen wir unser Köpfchen anstrengen und sehen, was sich dahinter verbirgt. Was ist da, was könnte unser Glück dadurch auslösen? Oder was ist das Resultat diesbezüglich dann, dass wir Glück bekommen, ne? Mit den neuen Wegen, Entscheidungen und so. Jetzt schauen wir uns mal nochmal die Energiekarte dazu an. Da haben wir Vergebung. Auch so wichtig und so wertvoll. Mir ist bewusst, dass Groll den Fluss der Liebe unterbricht. Und das ist auch so. Wisst ihr, manchmal sagt man ja auch, ne, der Klügere gibt nach. Kein falsches Sprichwort. Manchmal bringt es einfach nichts, sich noch mehr zu ärgern, noch mehr Rache auszuüben und, ne? Da ist es wichtig, auch mal zu sagen, ich lasse mal 5 Grade sein. Und damit meine ich niemals, das sage ich euch auch oft genug, verzeihen, vergessen etc. Das sind große Wörter. Und ja, es gibt auch in meinem Leben Situationen, wo ich niemals vergessen werde. Und ich vielleicht auch niemals richtig verzeihen werde. Aber ich habe mich arrangiert, damit zu leben. Und es ist halt kein Teil mehr meines Lebens. Ne? Ich bin da ganz bewusst und ganz klar, dass das gehört so nicht mehr zu mir. Und ich möchte es auch nicht weiter forcieren. Ich möchte es auch nicht als Bestandteil meines Lebens haben. Ich möchte aber darüber mich auch nicht mehr ärgern oder traurig sein oder. Sondern es ist einfach so. Es sollte so sein. Es ist so. Und damit muss ich halt leben. Aber ich kann damit mittlerweile gut leben, weil ich einfach für mich da auch meinen Kompromiss gefunden habe, dass ich einfach sage, es blockiert mich sonst nur, wenn ich darüber viel zu sehr nachdenke. Und das ist das Wichtige, auch hier bei neuen Wegen zu gehen, neue Möglichkeiten zu sehen, Klarheit. Weil manchmal ist es so, ich will gar nicht sagen, dass das immer so ein Punkt ist, dass der Verdrängung, aber oft ist es so, dass wir das, was eigentlich zu uns kommen möchte, wir verdrängen es einfach, wir sehen es noch nicht klar, weil wir es auch gar nicht annehmen können. Und das ist ein guter, wertvoller Hinweis heute in den Botschaften, dass wir wirklich unseren Kopf einschalten, hinterfragen alles, was tut uns gut, was können wir gehen lassen, was können wir loslassen und wo können wir auch wirklich sagen, okay, ich mache hier einen Punkt, ich werde nicht mehr mich darüber ärgern, ich werde mich nicht mehr darüber aufregen, es bringt ja eh nichts, weil es sind nur meine Nerven, es ist nur meine ganz, ganz wichtige und meine ja, wertvolle Energie auch, die ich da immer reinbringe und ich bekomme dafür nichts zurück und das ist mit Vergebung hier auch gemeint. Nimm deinen neuen Weg, deinen anderen Weg, deinen besseren Weg, die Entscheidung, die du verantwortungsbewusst hier fällst, dein Glück hier, was du wachsen lassen kannst, durchdenke das gut und sei auch ehrlich zu dir selbst, wo du sagen kannst, okay,
Auf der anderen Seite ist das Paket noch da, das Päckchen noch in meinem Rucksack. Aber das lasse ich jetzt auch gehen, weil sonst blockiere ich mich mit meinem neuen Glück bzw. meinem Wachstumsglück, mit meinem neuen Weg auch. Und das würde auch nicht gut sein. Ne? Wichtig ist, dass sich da abzugrenzen, das mache ich ja halt dann auch. Und wirklich darüber zu stehen und meine eigene Intelligenz hier reinzubringen. Und dass ich, wie ich vorhin auch sagte, dieser Spruch, manchmal hört er sich doof an, aber hier passt er sehr gut, der Klügere gibt nach, für dich. Du musst deswegen nicht verzeihen und nicht vergessen. Aber für dein Glück, für deinen Neustart solltest du definitiv für dich nachgeben. Ob du es im Außen so kommunizierst oder nicht, schließe Frieden damit. Das ist wichtig, weil dann stehen ganz viele Optionen, Möglichkeiten auch hier für dich da, die dir die Energie von der anderen Seite halt auch, oder beziehungsweise die Energie von diesem, von dieser Grollenergie etc. benötigen für das Neue. Ne? Und da bist du dann nicht so schnell ausgelaugt, wie auch immer, weil du hier noch zu viel Energie rein investierst, wenn du halt, wenn du im Groll bleibst und diesen Fluss der Liebe halt unterbrichst. Sondern wenn du diese Energie dahin transformierst, dann wirst du dieses Aufbauglück auch dann viel schneller spüren können. Ihr Lieben, dicken, fetten Drücker. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Orakel wiedersehen. Bis dann. Tschüss.